Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Es geht weiter. Auf der Suche nach dem restlichen antiken Pferdezeug, weil das Zaumzeug ist nicht alles. Uns fehlt noch der Sattel. Heißt, wir müssen erstmal den Sattel finden. Und ich weiß auch, wo der ist. Ich habe nämlich nachgeschaut, weil ich habe... Da stand zwar irgendwas mit Kirsch... Also nee, das beim Kirschbaum haben wir schon. Und dann gibt es noch den Pferdegott. Das ist der eine... Oh, das ist schwierig. Es ist schwierig zu erklären, ne? Oh, Tetris aber auch. Die hat maximale Zuneigung. Dann können wir das direkt mal testen. Moment. Ui, guck die mal an. Diese Blumen sind so nice. Wie viel Ausdauer hat die? 4 ist auch okay. Wir müssen nämlich hier hin. Zu diesem Pferdeschrein-Dings, was auch immer das ist. Das ist nämlich das Einzige, was Sinn macht, wenn es um Pferdegott geht. Deswegen werden wir da jetzt hingehen und das restliche Zaumzeug noch holen. Ah ne, scheiße, müssen wir nochmal hier rum. Aber oh, das Pferd läuft die Route automatisch, ne? Yes. Bei Tetra haben wir schon maximale Zuneigung. Das ist... Oh shit, sorry, tut mir leid. Hoppla. So brutal würde ich dann auch wieder nicht sein. Ey. Bleib on track. Wo zum Fick gehst du hin? Ich dachte, du bleibst on track. Naja. One more time. Müsste gleich da sein. Sag mal. Gehorchst du mir nicht mehr, oder was? Ich glaube, es hagelt. Oh, da ist ein Korok. Ui, scheiße. Ich wusste nicht mal, dass hier ein Krok ist. Ja gut, es gibt 900 Stück von denen. Das ist halt schon... Da vergisst man auch schon gerne mal den ein oder anderen Spot. So, jetzt ist die Frage, wo ist das Ding? Wird wahrscheinlich wieder in irgendeiner Kiste sein. Ah, da. Einen Frosch brauche ich. Für meine Kletterrüstung. Da haben wir es. Oh shit. Den Pferdesattel. Den antiken Pferdesattel. Nice. Antikes Pferd abgeschlossen. So, dann teleportiere ich mal zurück zum Schrein. Und dann legen wir das Ding mal direkt an. Wir machen es einfach bei Tetra. Zelda, also das Zelda-Pferd würde ich sagen, lassen wir mit dem royalen Zaumzeug. Und Ganon, der ist mir ein bisschen zu big, aber den wollte ich aber nur als Flex registrieren. Okay. Ich bin gespannt, wie das Ganze funktioniert oder aussieht. Okay, Aussehen haben wir schon teilweise gesehen, wie es aussehen wird, aber wie es funktioniert, das ist was anderes. Guten Tag. Ja. Pferd abholen. Tetra. Yes. Perfekt. So. Dann gehen wir mit Tetra direkt. Mit der wunderschönen Blumenmähne. Ey. Zu dem Pferdemädchen hier. Ey. Bruder. Oh Gott, was tue ich hier? Nicht mit dem. Hallo. Genau, mit ihr ist das zu reden. Yes, ich möchte gerne das Zaumzeug ändern. Zügel wechseln. Oh, das sieht aber cursed aus. Naja, muss man haben. Sattel wechseln. Antiker Sattel. Perfekt. Kann ich die Mähne noch ändern oder sieht man das überhaupt? Man sieht es gar nicht. Man sieht nur noch die Blüte hinten. Naja, egal. Ist okay. So, dann testen wir das Ganze direkt mal. Aber am besten weiter weg. Aber jetzt aktiviere ich mal eine neue Quest. Und zwar die Leibwache. Stall des Flusses. Das ist... hier.
Und jetzt können wir das direkt mal testen, ob das mit dem Herbeirufen direkt so klappt. Weil anscheinend, wenn du jetzt weit weg bist und das Pferd herbeirufst, kommt es instant zu dir. Wenn ich das richtig verstanden habe. Kann auch sein, dass ich jetzt gerade Bullshit labere. Ich will es nicht hoffen, aber... Mal schauen. Also, wir sind am Fluss. Und rufen mal. LOL! Aber was ist, wenn ich den Running Glitch mache? Und dann teleportiert er einfach hinterher. Okay, schade. So, mit dem muss ich reden. Achso, Kletis Gerüchteküche wieder. Die Kletis ist fleißig am Schreiben. Hat ihr doch fleißig die Ohren nach Gerüchen noch? Ich will nur wissen, was ist eigentlich. In Schloss Hyrule. In der Nähe des Speisezimmers, am Übungsplatz und über den Thronsaal. Okay. Speisezimmer. Okay, warte mal. Gucken wir uns das mal an. Dann müssen wir wohl ins Castle. Ins Castle zu Frank. Kuss an alle, die die Reference gecheckt haben. Dann mal in den Schrein, der im Castle ist. Dann schauen wir mal. By the way, oh, das muss ich euch noch erzählen, apropos Frank Castle. Das ist so... Ich habe Netflix outplayed. Die haben ja die ganzen Marvel-Serien runtergenommen. So Daredevil, Punisher, Iron Fist, Defenders, das ganze Zeug. Ah, ich kann es aber immer noch auf Netflix schauen. Aber nur Punisher Season 1, weil ich den noch runtergeladen habe. Ich weiß nicht, ob das schon immer so gedacht war von Netflix, dass man das immer noch schauen kann. Aber ich kann auf jeden Fall immer noch Punisher auf Netflix gucken, ohne dass Punisher offiziell auf Netflix ist. Das ist... This is it. So, jetzt erstmal schauen, wo zum Teufel denn diese ganzen Ausrüstungsgegenstände sind. Tetra hatte ich wohl nicht gehört. Ja, die kann mir auch nicht ins Schloss folgen. Das ist ja klar wie klare Kloßbrühe. Oh, Junge, Junge. Hallo, er trifft mich. Ich muss erstmal kurz klarkommen. Also, wir haben... Wo ist es? In der Nähe des Speisezimmers, am Übungsplatz und über dem Thronsaal. Also das ist auf jeden Fall nicht das Speisezimmer. Ich müsste von außen gucken. Ich glaube, von außen wüsste ich, wo es ist. Ah. Oh mein Gott. Are you mad? Weg mit dir. Mein Masterschwert verabschiedet sich wahrscheinlich gleich wieder. Wo war der Speisesaal? Muss ja irgendwo sein. Oh. Ist das die Tür da? Oh, Scheiße. Ravioli, stopp! Ui. Ich laufe jetzt einfach hier Schloss durch Schloss durch und suche nach dem Speisezimmer. Zack. Okay. Aber ich glaube, es hier da vorne rechts ist es doch. Das müsste doch das Speisezimmer sein. Oder? Irgendwo hier war das. Das weiß ich noch. Ne, das ist gar kein Zimmer hier. Aber es war irgendwo hier in so einem Gang. Aber nichts. Hier geht's auch nicht lang. Hä? Aber warte mal, da ist noch was. Ha. Oh, Scheiße, das ist die Waffenkammer. Stirb! Besser ist. Königsfeinde wäre schon lecker. Das wäre schon lecker. Wir ersetzen den einfach. Oh, obwohl, nee, der hat Attack Boost hier. Nein, stopp. Stopp den Scheiß. Perfekt. Hier oben wird irgendwo noch ein Ausgang sein. Weiß leider nicht mehr wo.
Oder laufe ich hier richtig? Ja, ich muss einfach hier irgendwo rumlaufen. Irgendwo wird das schon sein. Dieser Speisesaal. Der muss hier irgendwo sein. Hier ist ein Krog gewesen mal. Achso, ja klar, logisch. Den kennen wir noch. Hier ist es doch, oder? Es ist aber in der Nähe des Speisesaals, nicht im Speisesaal. Das ist der Speisesaal, das ist schon mal richtig. Oh! Na gut, ich kann jetzt wieder mehr als ein halbes Herz verlieren, das ist schon mal super. Okay! Gut, dann machen wir so. Bam! Digga! Bist doch wahnsinnig. Komm, jetzt hol Master Schwert raus, Link. Zeig's dir mal, wo der Hammer hängt. Und wir machen so. Oh, das Wild wird gleich gebraten. Grilled. So, weg mit dir. Komm, haut er wieder ab jetzt. Sag mal. Oh fuck, nein. Na komm, na komm. Und zack. Was, der lebt noch? Jetzt nicht mehr. Okay, ist das Zeug wieder in Metallkisten? Heißt das, ich kann die einfach so suchen und finde die dann, oder? Ah. Aber es hieß ja nicht im Speisesaal, sondern in der Nähe. Das heißt, es wird irgendwo wahrscheinlich im Gang hier sein. Lol, wir haben die Schuppenlanze noch nie gehabt. Haben wir ein Foto davon? Wahrscheinlich war das eins der gekauften Fotos. Bruder, ich war in der Luft, hab dich gehittet. Mann! Bitte? Alter! Was ist los? Junge, du fuckst mich so ab, ne? Mach's einfach den hier. Junge, 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 es fuckt doch einfach nur ab. Weg mit euch. Rosa, du bist es. Also. Wo ist das Ding? Wenn die sagen in der Nähe, dann gehe ich wirklich vom Gang hier aus. Irgendwo hier im Gang, irgendwo in der Erde. Es könnte aber auch gerade so gut außerhalb irgendwo sein. Das ist halt auch das Ding. In der Nähe des Speisesaals ist halt ein dummer Call, ne? Ist halt ein sehr dummer Call. Könnte auch hier vorne unten sein. Es könnte theoretisch überall sein. Ist das sicher Kerker hier unten? Oh Gott, das ist disgusting. Hier? Nein. In der Nähe des Speises. Ich gehe jetzt mal raus, draußen gucken, weil ich glaube, jetzt bin ich schon ein bisschen zu weit weg. Das heißt ja wirklich in der Nähe. Da wird er wahrscheinlich wirklich außen irgendwo sein. Was heißt der? Ich weiß ja nicht, was es ist. Das ist da das Hauptproblem. Oh, ist das Dahuxhoffe? Felsenspalter? Ne, das ist ein normaler, glaube ich. Oh, scheiße. Okay, ich sollte einmal alle Metallwaffen weglegen. Und auch alle Metallbögen. Ich weiß nicht, ist das ein Holzbogen? Und Antimetallschild habe ich schon. Und bitte mach jetzt keine Drohnenangriffe jetzt. In der Nähe des Speisesaals. Das ist ja mal ein geiler Call. Hm, vielleicht ist es doch irgendwo innen. Ich habe keine Ahnung. Waren wir hier schon? In der Nähe ist halt echt ein dummer Call. Oh, warte mal. Hier vielleicht? Yes! Oh, noch eine neue Waffe? Ja, wie kann das denn sein? Was bist du? Du bist gar nichts, hä? Gardeschwert. Ui, ui, ui. Da muss ich mal kurz einen Sacrifice machen und das hier rausnehmen. Und das nehmen wir mit. Perfekt. Okay, erste Kiste. Waffentasche ist... Ich will die Kiste öffnen, nicht die Waffentasche. Leibwache-Gewand. Ui, das sieht aber schick aus. Okay. Jetzt heißt es... Übungsplatz und Thronsaal bleiben noch übrig. Ich glaube, ich weiß, wo der Übungsplatz ist. Ich glaube, da waren wir sogar schon. Wir sind, glaube ich, daran vorbeigelaufen. Oder war der hier unten? Aber es gibt irgendwo so eine Kampf-Area im Schloss drin.
Ich weiß nicht, ob mit Übungsplatz draußen so ein Turm gemeint ist oder ob hier wirklich hier unten drin irgendwie irgendwas gemeint ist. Ich habe auch keinen Schimmer, wo ich gerade hinlaufe, ne? Oh mein Gott, scheiße, hinter mir ist einer. Aber wo geht's hier nicht lang? Muss ich irgendein Auge... Oh fuck, hier fehlt mir ein Auge. Oh shit. Die! Die, Bitch! Perfekt. Okay, fuck. Wie komme ich hier hin? Kann ich einen Bombenpfeil auch durchwerfen und dann geht das kaputt? Nee. Okay, muss irgendeinen anderen Weg reinfinden. Geh mal hier raus. Geh mal gucken. Weil da unten geht es ja anscheinend noch rein. Ja gut, hier raus ist einfacher gesagt als getan. So, jetzt raus. Da kann man hier unten, glaube ich, irgendwo wieder rein. Ja, genau da. Oder? Hier, ja. Ich meine, der Übungsplatz wäre irgendwo hier innen. Oh, what? Oh, scheiße. Voll vergessen. Aber es ist doch der Kerker hier. Moment. Das Auge... hier war gar kein Auge. Ich habe einfach geschossen. Ah, mein Meister. Lol, du bist kein... Du bist doch ein... Oh, shit. Die. Den nehmen wir mit. Zack, zack, zack. Wo bin ich gerade? Hier? Übungsplatz, ja? Tatsächlich. Sterb! Jetzt ist die Frage, wo ist die Kiste? Mal gleich mal Magneten aktivieren, damit ich das sehen kann. Ist ja diesmal nicht in der Nähe des Übungsplatzes, sondern beim Übungsplatz. Die sind important kills. Mann, Exalfos sind solche Pussys. Immer zurückspringen. Ah, lol, da oben ist die Kiste, oder? Oder bin ich dumm gerade? Nee, die ist doch da. Ja, guck. Da fällt sie runter. Ah, bis da ist sie geflogen. Holy shit. Okay, Kiste Nummer 2. Sehr schön. Leibwache Stiefel. Und jetzt noch irgendwie beim Thronsaal was. Das heißt, wir müssen erstmal ganz nach oben. Uiuiuiui. Das könnte eine Reise werden. Aber hier zum Glück war der Ausgang hier ziemlich nahe. Oh, jetzt wieder reinkommen. Lang kein Breath of the Wild mehr gespielt. Wo war der Ausgang hier? Ich glaube da drüben irgendwo. Da gehe ich mit Ravioli-Sturm einfach hoch. Dann passt das. War hier der Ausgang? Ah, hier war der Ausgang. Nee, war nicht der Ausgang. Ah, doch, doch, doch. Meine Eissäule ist nur geschmolzen, deswegen. Schön doppelt durch, zack, und raus. So, jetzt müssen wir nur schauen, dass wir hier... Ah, wir können auch die Wasserfälle hochschwimmen, stimmt. Wo ist die Sora-Rüstung? Ist hier unten? Ja. Hopp. Hoch mit dir. Da ist der Thronsaal schon? Nee, oh mein Gott, ich bin mega tief. Nee, der Thron... Oh nein, ich ist erst da oben. Was ist das hier? Ey, lass mich hoch. Okay, ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich da hochkomme. Hier ist nochmal ein Wasserfall, sehr schön. Können wir den nochmal benutzen. Hoch mit dir. Ersparen wir uns einige... Einige lange Wege.
Oh Gott. Muss kurz was Ausdauermäßiges essen, sonst sterbe ich ihn weg. Habe ich was? Ja. Uiuiui. Dann schnell auf die Dings wechseln, weil wir hochklettern können. Im Speed. Los! Oh, perfekt. Okay, jetzt irgendwo. Was stand da? Oh. Hier. Über dem Thronsaal. Heißt, wir müssen sehr weit hoch. Wahrscheinlich. Ah ja, okay, warte. Ravioli! Ja, das bist du doch hier schon. Sieht doch ganz gut aus. Mal schon Magneten in die Hand, damit ich hier die Kiste finden kann. Zack. Zack. Noch weiter hoch. Oh Gott. Oh mein Gott. Wo muss ich hier lang? Nicht hier, das ist... Oh. Oh, warte doch. Nee. Hallo, das ist über dem... Da ist sie! Da ist die Kiste! Jawohl, wir haben's! Wir haben das volle Leibwachen-Outfit. Kann man das noch buffen, das Zeug? Das würde mich mal interessieren. Okay. Perfekt, dann warte, ich ziehe das mal kurz an. Warte. Tasche. Sortiert, zack, zack, zack. Aufladeangriff, Ausdauer. Ah, okay. Das ist doch schick. Hat Stil, fühle ich. Warte mal, machen wir kurz schickes Foto. Wir machen ein Selfie schon wieder. Genauso. Wie macht man Grimassen? Du sollst nicht auf die Schatztruhe fokussieren. Oh mein Gott. Mach Foto, please. This is it. Perfekt. Okay. Dann möchte ich jetzt kurz testen, aber erstmal den Ort verlassen hier. Das Schloss können wir hinter uns lassen. Und ich gehe jetzt mal zu irgendeiner Fee. Ich weiß gar nicht, welches die stärkste Fee ist, aber ich glaube, die in der Wüste ist noch ganz stark. Das heißt, ich gehe mal kurz zu der Fee und schaue mal, ob man das Zeug upgraden kann. Irgendwie glaube ich nicht, weil es Exclusive Items sind. Aber irgendwie wäre es schon nice. Aber ich weiß nicht. Wir werden sehen. Also, warte. Dann gehen wir hier in die Wüste. Die Feenquelle war, glaube ich... Ja, die war hier. Bei diesem Fossil-Skelett, whatever. Alle gleiche. Okay. Ich weiß nicht, ob die stärkste Fee ist. Die bei Kakariko ist auf jeden Fall nicht. Das ist die schwächste. Es gibt aber noch irgendwo einen anderen, ich weiß nicht, wo die ist. Ah, doch, bei Akala. Stimmt. Boah, das sieht schon smooth aus. So, Cortessa. How are you doing? Dann schauen wir mal. Du siehst schon sehr mächtig aus. Ja, bis zum Maximum. Das ist... Oh. Nicht verstärkbar. Naja, oh, warte, kann ich eigentlich das hier? Was fehlt mir? Spurtpfeilchen. Das sollte doch machbar sein eigentlich, oder? Wir haben Spurtpfeilchen gefehlt, die kann man doch kaufen bei Terry. Na gut, dann buffen wir hier noch die Ursprungsmütze, wenn es direkt schon geht. Perfekt. Top. Mhm. Bringt zwar nichts, weil wir es nicht unbedingt brauchen und nicht auf die... volle 100% mit allen Rüstungen gehen, aber naja. Wir wissen jetzt, dass man die DLC-Sachen nicht verstärken kann. Ist auch gut zu know. Aber ich find's nice. Ist okay so. Ist okay. Das ist kein das Frostkraut. Ich kann ja mal den Sensor auf Spurtpfeilchen einstellen. Moment. Shika-Sensor. Suchobjekt ändern. Ach du Scheiße. Spurtpfeilchen.
Oh, habe ich ein Fa- ja, müssen wir eigentlich, wir müssen eigentlich ein Foto haben von denen. Ah, hier. Sportfeilchen. Suchen. Weil die Kletterrüstung auf Dings, wäre schon geil. Alles auf 4 Sterne, aber ich glaube, dann gibt's nochmal so einen extra Buff. Okay, wir schauen uns schon mal die nächste Quest für den nächsten Part an. Mütze des Händlers. Bei den Adeia-Dorfruinen. Das ist... das ist ein ganz spezieller Ort. Das ist ein ganz spezieller Ort. Alles klar. Dann, wenn wir im nächsten Part diese Quest machen, je nachdem, wie lange wir brauchen, können wir vielleicht sogar noch eine zweite machen. Ich nehme nicht an, dass wir für ein Item, wenn da wirklich nur Mütze steht, dass wir da so lange brauchen für. Aber ja, wir werden sehen. Was, oder, warte mal, was ist überhaupt die Mütze des Händlers? Terry? Ich kenne nicht eine Terry-Maske oder so. Nee, kann gar nicht sein. Naja, was es auch ist, wir fahren zum nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal und ciao.